Wenn du reden willst, also wir können jetzt reden, also vielleicht bist du gar nicht so böse, wie du tust und willst nur reden, also fang an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's 3 mit mir, den Thomas von PlayerGeddon. Und ja, wir haben uns wieder versammelt, um mir bei meinen Rumschreier rein und bei meinen Panikattacken zuzusehen. Und ich würde auch sagen, wir fangen auch direkt an mit Load Game. Und wie man auch sieht, ist schon Version 1.01. Da gab es schon ein Update. Was das Update wohl bewirkt, keine Ahnung. Da habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Leider kam gestern ja kein Video da, ich aus Zeitgründen wirklich keine Zeit dafür hatte. Wie schon das Wort Zeitgründe sagt. Aber ja, ich finde, alle zwei Tage reicht auch vollkommen aus und ja. Ich hoffe, ihr könnt mir das vergeben. Boah, das ist gerade richtig hell in meinem Zimmer und ich sehe nichts beim Bildschirm. Ich sehe nur mich selber und das ist gruselig. Ja, jetzt sehe ich mehr. Okay, sehr gut. Ventilation Error schon? Okay. Das geht aber schnell. Es ist die dritte Nacht und schon um 12 Uhr ein Ventilation Error. Oh oh, was ist das? Es ist 12 Uhr. Was heißt das? Hier ist nichts, da ist auch nichts, da ist auch nichts. Man sieht da überhaupt nichts. Also meine Meinung ist, dass man hier fast nichts sieht. Das hätten die besser machen können, also beziehungsweise der Macher davon. Ist ja nur einer gewesen, also wirklich großen Respekt an ihn, dass er alleine so ein geiles Spiel hinbekommen hat. Und in diesem Spiel am Ende, das soll jetzt kein Spoiler sein, aber da wird sich aufklären, also die ganze Geschichte klärt sich da auf. Alles okay? Ja. Ich glaube, ich habe sogar ausgestellt, dass man die Maus sieht. Ich finde das irgendwie schöner, aber ich bin mir nicht sicher wegen Fraps. Also Englisch bin ich nicht so der Held drin, aber habe immer eine 2. Also das reicht mir, das reicht mir. Okay, jetzt sehe ich ihn nirgendwo. Und der Anruf hat schon aufgehört. Ah, da ist er ja, da ist er ja. Play Audio, damit wir ihn weglocken. Ich hasse es, wenn er da oben in den Gängen rum... Da steht er immer noch, ne? Ja. Ach, jetzt steht er in da, okay. Jetzt Play Audio da. Video-Error, okay. Hoffentlich schaffen wir mal die dritte Nacht. Wir sind hier schon in der dritten Nacht, schon seit einer Folge. Also, pff, heavy, heavy. Ich versuche auch wirklich das Spiel irgendwie... Ich versuche das komplette Spiel durchzuspielen. Auch mit allen Easter Eggs, die ich euch vorstellen werde. Oh oh. Der Ton ist irgendwie anders, ne? Was ist das da? Ah! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das? Ventilation, Ventilation. Wer läuft da lang? Wer läuft da? Wer ist das? Wer ist das? Oh Gott. Hilfe. Ist hier was? Nee, irgendwie nicht, ne? Ach, das sind nur... Ah, das ist alles hier. Das sind Hirngespenster, ne? Ja, das sind alles Hirngespenster. Hier einfach mal Play Audio. Ich weiß wirklich nicht, wo er ist, aber irgendwo da in der Nähe muss er ja sein. Fuck. Audio Devices Reboot, Reboot, Reboot. Also langsam kann ich mich mit der Steuerung in diesem Spiel aus. Fuck. Alter, das ist ja richtig creepy. Und Entschuldigung, in der zweiten Folge. Fuck. Da habe ich mich diesmal nicht erschreckt, weil ich genau wusste, was kommen wird. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass es eine Pizzeria ist. Sorry dafür, das ist ein Gruselkabinett, wo er hier sitzt. Aber wieso man in einem Gruselkabinett arbeitet, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man so etwas freiwillig macht. Okay, hier ist er nicht. Einfach mal hier Play Audio. Hello. Hello. Ich lade gerade im Hintergrund die neue FIFA-Folge für heute hoch. Also ich hoffe mal. Das ist hier irgendwie keine Video-Error, okay? Dass es keine Störungen gibt beim Hochladen. Eigentlich nicht, das hat ja nicht viel mit dem Internet zu tun, das Spiel hier. Okay, reboote schneller. Im Übrigen gibt es hier auch ein alternatives... Scheiße. Ende. 3 Uhr morgens und wir sind gefickt. Der heißt im Übrigen Snaptrap, nee. Doch, Snaptrap heißt der, glaube ich. Wo kam das Ding her? Wo kam das Ding her? Das verstehe ich nicht. Aber ich habe mich nicht erschreckt. Weil ich ungefähr wusste, dass da was kommen wird. Game over, leider. Aber wir werden noch einen Versuch starten.
Irgendwie müssen wir ja die dritte Nacht schaffen. Im Übrigen, wenn ihr mal Bock habt, könnte ich auch Five Nights at Freddy's 1 und 2 Let's Playen. Also da würde ich erstmal mit 1 anfangen, nach dem Projekt hier. Und im Übrigen wird auch bald Assassin's Creed 4 folgen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Also wann es genau folgen wird, kann ich euch bis jetzt noch nicht sagen, aber in nächster Zeit bin ich mir ganz sicher. Ah, diese Double Jumpscares sind echt schrecklich. Also ich glaube, es schreckt mich auch nicht, da es gerade irgendwie mittags ist und ja, es überhaupt nicht dunkel ist. Ich muss das im Dunkeln spielen, dann ist der Effekt besser. Werde ich auch, glaube ich, machen. Im Übrigen startet nächste Woche auch mein Praktikum. Ich freue mich riesig darauf. Aber da wird Five Nights at Freddy's in der Folge, in der Woche, ein bisschen leiden. Da vielleicht nur alle 3 Tage dann ein Video rauskommen wird. Es tut mir wirklich leid, aber ich versuche mein Bestes, dass jeden zweiten Tag ein Video rauskommen wird. Aber wenn keins rauskommt, bitte ich um Entschuldigung. So. Einfach mal hier Play Audio. Vielleicht ist er hier. Oh fuck, was ist das schon wieder für ein Bild? Ich hasse es, wenn ich. Ah! Oh. Gott! Ventilation Error, hätte ich mir auch denken können. Fuck. Auch am Tag ist das Spiel scheiße gruselig. Ist er hier irgendwo? Hier? Nein? Ich hab was gehört. Nein. Fick dich. Jetzt wird er gleich angesprungen kommen. Mann, ich hab gehört, dass er oben ist. Oh, bitte habe ich noch genug Zeit. Bitte habe ich noch genug Zeit. Ich sehe den immer nirgendwo. War der wirklich da oder Hirngespenster? Ist, wenn das. Fuck. Fuck. Da ist jemand. Der ist da. Der ist da. Oh oh. Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht mal Hallo sagen. Vielleicht ist er gar nicht so böse, vielleicht ist er auch nett und will nur mit uns sprechen und deswegen macht er uns Angst, also weiß man nicht, ne? Ventilation Error, scheiße. Fuck. Oh oh. Boah, bitte kein Jumpscare. Kein Jumpscare. Kein Jumpscare. Kein Jumpscare. Kein Jumpscare. Wieso kommen diese Epilepsie-Lichter hier wieder her? Fuck. Audio-Error. Oh oh. Ich habe Angst, der steht da, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn du reden willst, also wir können jetzt reden, also vielleicht bist du gar nicht so böse, wie du tust und willst nur reden, also fang an. Oh nein, oh nein. Was soll ich tun? Ja, also wir können halt Star-Wettbewerb machen, wenn du willst. Also ich weiß nicht, wer gewinnen wird. Wie geht es dir? Das heißt wohl alles, das heißt wirklich alles. Ah! Oh, du kleiner Mongole. Mann, ich schaff die Nacht einfach nicht. Egal, noch ein Versuch und dann wird die Folge heute beendet. Puh. Vielleicht das dritte Mal. Beim dritten Mal wird es klappen. Aber ich sehe den wirklich nirgendwo. Hi. Ich mache irgendwie in Cam 9 immer Play Audio, weil er irgendwie immer hier in der Nähe ist. Aber ich sehe nichts, wirklich nichts. Also das hätte der Macher hier besser machen können, aber vielleicht soll das den Gruselfaktor erhöhen. Alter, können die sich hier keine besseren Kameras gönnen? Vielleicht mal 30 Megapixel oder sowas. Da wird man noch was sehen. Steht da was? Keine Ahnung. Einfach ein Play-Audio. Hier läuft noch alles gut.
Hier ist nichts. Ah, da steht er ja schon. Jetzt locken wir ihn wieder hier hin. Ist er da? Nee. Eventuell ist er ja unterwegs. Nee, da steht er immer noch. Der lässt sich auch nicht weglocken, oder? Ja, jetzt aber nochmal. Oh, oh. Fuck. Fuck. Zwei Errors auf einmal. Reboot all. Nein. Jetzt kommt der Ton wieder. Das heißt, er ist in der Nähe. Bin ich mir sicher. Ich bin mir ganz sicher, dass er in der Nähe ist. Also, wenn ihr mal Tipps habt für mich, könnt ihr es mir ruhig in die Kommentare schreiben. Ich hab nichts dagegen. Ist er hier schon irgendwo in der Nähe? Ist er über mir? Glaube ich nicht. Ich hab nichts gehört. Man hört das eigentlich, wenn er über einen ist. Einfach mal Play Audio. Eventuell haben wir ja Glück. Ich sehe ihn hier nirgendwo. Hier läuft noch alles gut. Zurück zur Kamera. Einfach mal hier Play Audio. Vielleicht muss ich auch öfters Play Audio machen. Läuft auch immer noch alles gut. Play Audio. Fuck. Fuck. Da stand irgendwas. Irgendein Phantom wieder oder sowas. Phantome kommen, glaube ich, erst ab der vierten Nacht. Wenn wir das mal schaffen sollten. Ach, da. Da. Hey, was geht? Also. Heute Abend schon was vor? Beziehungsweise morgen früh. Wir können ja zusammen frühstücken gehen, wenn du nichts vorhast. Ich bin gar kein Mensch, also ich bin nur auch so ein Maskottchen. Du brauchst mich nicht so blöd angucken, also ich bin auch nur ein Maskottchen. Och, da kommt jetzt auch noch Freddy. Oh, dankeschön. Ja, da kam er angelaufen. Da kam der Junge angelaufen. Ah, geh weg. Geh weg. Da ist er schon wieder. Ach ja, immer um 3 Uhr morgens. Irgendwie kriegen wir es auch nicht geschissen, ihn irgendwie wegzulocken, ne? Ja, geh weg. Ich habe mich auch nicht erschreckt, weil ich ganz genau wusste, dass er jetzt angesprochen kommt. Okay, dann würde ich auch sagen, das war's für die heutige Five Nights at Freddy's Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst euch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Five Nights at Freddy's mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.